Warten, ob sie die Tür zufällt. Alles klar. Dann würde ich mal anfangen. Ich mache mal gerade die Maus auf Seite. Genau, was ist das Ziel, was ich irgendwie versuchen will, mit dem Vortrag ein bisschen beizubringen? Das Ziel ist, dass wir Anwendungen relativ schnell, also REST-APIs relativ schnell erstellen können. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht irgendwie riesige Sachen importieren, stundenlang coden, bis da irgendwie so eine REST-API rausfällt. Sie sollen möglichst einfach zu testen sein. Das heißt, dass wir einfach schnell darauf zugreifen können, wir sehen können, was wir machen und nicht irgendwie durch einen JBoss-Server was auch immer kompilieren lassen müssen, 5 Tage warten, bis dann die Ops gesagt haben, hey, kannst du machen? Dann läuft das. Dass wir das möglichst mit einem Klick deployen können, also zum Beispiel auf den Server schieben können oder eben noch viel besser, sogar automatisiert das Ganze deployen können. Also, dass wir am Ende des Tages genau eine Zeile Code brauchen, also eine Zeile Shellcode, den wir ausführen können, wo das ganze Ding hochfährt von alleine, sich konfiguriert und einfach läuft. Und natürlich auch von außen konfiguriert werden kann. Ne? Also nicht nur einfach irgendwie hochfahren, denn wir brauchen ja für verschiedene Umgebungen, die wir haben, brauchen wir verschiedene Variablen. Das fängt schon mit dem Servernamen zum Beispiel an oder mit dem Port, unter dem so eine Anwendung erreichbar ist. Darüber hinaus wollen wir Dokumentation möglichst einfach erstellen, und zwar ohne, dass wir zum Beispiel Office-Dokumente erzeugen müssen und da irgendwie händisch reintippen müssen, denn die meisten von uns wissen, nichts ist so schnell veraltet wie Dokumentation, die ich gestern geschrieben habe. Denn ich habe den Code heute schon wieder verändert und dann ist die Doku schon wieder alt, müsste ich sie anpassen. Also ist das Ziel eigentlich, die Dokumentation am Code zu haben, auch wenn es den Code vielleicht ein bisschen unleserlicher macht, weil eben Kommentare am Code noch dran stehen. Aber eben, wenn ich die Klasse ganz wegschmeiße, verschwindet auch automatisch die Dokumentation dazu. Ich brauche mir also nicht irgendwie die Mühe zu machen, noch was neu zu schreiben, ständig das Dokument anzupassen, immer nachzuhalten. Und das Bonus-Feature on top, ich bin auch in der Lage, mit den eingesetzten Tools ein SDK einfach so zu erzeugen. Ich muss die Programmiersprache nicht verstehen, die das SDK erzeugt. Ich brauche nichts zu machen, außer das, was da rausfällt, zu nehmen, also die maschinenlesbare Schnittstelle zu nehmen und einfach zu sagen, dafür brauche ich jetzt ein SDK. Das heißt, da kann jeder Entwickler einfach das Ding einbinden, nutzen und ich kann sie vor allem jedes Mal, wenn ich irgendwas verändere, kann ich sie einfach neu bauen lassen. Der grobe Fahrplan für heute sieht so aus. Ich werde gleich kurz was über mich erzählen, über die Firma, für die ich arbeite. Dann werden wir auf JobWizard eingehen. Das ist das Framework, was dafür da ist, um die REST-APIs zu bauen, in Java in diesem Fall. Und danach gehe ich auf Swagger und Swagger UI ein. Das ist so ein bisschen so eine Einheit, die dafür sorgt, dass das eben die REST-API maschinenlesbar dokumentiert ist und auch für User UI vor allen Dingen halt in der UI aufbereitet wird, wo man klicken kann, testen kann. Fangen wir kurz an. Ich bin Bernd Schönbach, Bernd, wie es im Programm steht. Ich habe mit PHP-Entwicklung angefangen, ganz am Anfang von meiner Uni-Karriere quasi, 2001. Und habe dann im Studium angefangen mit Java-Entwicklung und arbeite seit, jetzt sind es fast 3 Jahre, bei der Firma Linux und mache da Java-Entwicklung. Hauptsächlich Backend-Entwicklung. Wir bauen eben Microservices mit REST-APIs, mit allem drum und dran. Das heißt im Prinzip, ne, mit PHP und MySQL angefangen, so der klassische Start. Man fängt an, mal ein bisschen so rumzuhacken, zu coden, Webseiten zu machen. Geht das Ganze auf die Ebene Typo 3, also ein Content-Management-System, dafür Extensions schreiben, ist immer noch quasi das Wissen weiter vertiefen. Und jetzt geht es halt weiter mit Java und Postgres-Datenbanken und in einem etwas fancyeren Stack, in diesem Fall mit Docker-Umgebungen. Das ist das JobWizard-Hütchen, werden wir heute noch ein paar Mal sehen. Und mit Swagger, also Microservices, die mit Docker geschippt werden, mit Java gebaut werden und Swagger-Dokumentation zur Verfügung stellen. Was ist das Tool, die Firma, für die ich arbeite? Wir verkaufen ein Tool. Ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Ihr wollt ja Inhalt haben und nicht den Firmen-Content. Wir verkaufen ein Tool, um große Unternehmen, nicht IT-Unternehmen, einen Überblick über ihre IT-Infrastruktur zu verschaffen. Und zwar nicht auf dem Niveau von wegen, welche Lizenzen hast du, sondern auf dem Niveau, du hast Office im Einsatz, wie lange wird das maintained vom Owner, welche Abteilungen setzen das alle ein. Auf diesem Niveau, also ein relativ hohes Niveau. Und die Key Features sind hier so, dass man halt relativ schnell die Sachen umsetzen kann. Wir können mit Metriken so eine relativ schnelle Einsichten geben in Probleme, die du in der Microservices oder in deiner ganzen Umgebung hast. Es ist schön einfach zu skalieren, weil es eine Web-Oberfläche ist. Das heißt, Software as a Service oder als bei dir auf dem Server installiert. Du kannst es easy skalieren, einfach zu nutzen. Dadurch, dass es im Browser läuft, kann es jeder Nutzer, der im Unternehmen einen Browser hat, es benutzen. Und du hast halt kannst das halt alles integrieren, du kannst das automatisiert ansteuern über die REST-APIs, die wir so nutzen, das Ganze so. Ja, ne, das ist die komfortabelste Software-as-a-Service-Lösung im Enterprise Architecture Management System. Ich klicke mal kurz weiter. Diverse Kunden, die wir nutzen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der spannendere Part. Unser Stack, den wir gerade benutzen. Wir haben im Frontend eine Angular 2 App,
die quasi das Frontend-UI bildet, man könnte fast sagen der Frontend-Monolith, eine Single-Page-App quasi, die da steht, und dahinter stehen verschiedene Microservices. Das heißt, wir haben Microservices, die zum Beispiel für sich ums Login kümmern, um Export von Daten kümmern, um Bildererzeugung und Darstellung kümmern, Survey für Umfragen da sind oder auch Metriken erfassen können. Und an denen hängen quasi verschiedene Technologien. Das heißt, zum Beispiel unser Hauptmodul, das ist quasi unser Hauptservice, es ist nicht mehr ganz ein Microservice, es ist ein Hauptservice, der nutzt halt verschiedene Technologien, zum Beispiel Postgres-Datenbanken zum Speichern, Elasticsearch für schnelle Suche, ähnliches und halt noch verschiedene andere Ansätze. Das ist grob Linux. So, kommen wir zum Content. Job Wizard. Job Wizard ist im Prinzip ein Java-Framework für RESTful Web Services. Das ist das, was quasi das ist. Also man kann REST-Services mit Job Wizard bauen. Es erlaubt dann möglichst einfach, das aufzusetzen. Man macht im Prinzip nur die Dependency importieren mit Maven, setzt den Service kurz auf und dann läuft das alles. Das zeige ich auch gleich. Wir machen gleich ein paar Live-Coding-Beispiele. Ne? Wir machen das hier nicht nur am Text, sondern ich zeige euch gleich, wie man so einen Microservice aufsetzt. Das Ganze kannst du komplett konfigurieren, wie du möchtest. Du kannst die Ports konfigurieren, die das Ganze nutzt, die Adressen konfigurieren und auch sonstige Dinge konfigurieren. Und zwar so, dass du das zum Beispiel auch über eine Environment-Variable injecten kannst. Das heißt, wenn du sagst, du hast das, den Service deployst auf Server A oder auf Server B und da gibt es verschiedene Umgebungen, die benutzt werden müssen, verschiedene Adressen, die gelten, kannst du das über eine Environment-Variable einfach über die Config reinsetzen, quasi, dass du, ohne dass ich den Service irgendwie anpassen muss, händisch. Sondern das kann ich dann von außen steuern und kann die Daten übernehmen. Aktuelle Version ist Version 1.1.2. Wir werden eine etwas jüngere, nicht ganz die aktuellste Version nutzen, weil ich das etwas anders installiere, zu Präsentationszwecken. Das ist ein bisschen einfacher. Weiter, was ist in diesem Framework überhaupt eigentlich alles drin? Wir haben quasi einen Jetty, der als HTTP-Server dient. Da drauf läuft ein Jersey, der dafür sorgt, dass diese REST-Schnittstellen angebunden werden. Ist quasi eigentlich keine Rocket Science. Ne? Das sind alles bekannte Pakete, die sind einfach schön gebundelt. In der richtigen Version liegen die vor, sodass du es nicht selber irgendwie konfigurieren musst und wissen musst, welche Version von Jetty arbeitet mit welcher Version von Jersey zusammen zum Beispiel. JSON wird genutzt, um JSON-Transformation zu machen. Das heißt, du schmeißt JSON-Objekte rein und das JSON sorgt dafür, dass das in die Java-Models gemappt wird, die du intern nutzt und genau den Weg auch zurück. Ne? Also wenn du intern, also dass du intern nicht mit JSON-Strukturen arbeiten musst, nicht mit Textfiles oder was auch immer, sondern du kannst mit deinen alten POJOs arbeiten, also mit deinen klassischen Java-Objekten, die du so hast. Und JSON sorgt dafür, dass die Transformation von außen nach innen passiert. Das heißt, unsere REST-Schnittstelle quasi bekommt JSON-Daten und liefert JSON-Daten auch wieder aus. Das ist so das Grundprinzip. Und Hibernate natürlich, um Datenbank zuzugreifen. So Standard-Tool, würde ich sagen. Ne? Dann gibt es noch ein paar weitere nützliche quasi Sachen. Das eine ist das Matrix-Modul. Damit kann man quasi Metriken erzeugen, also zum Beispiel Statistiken, wie viel Zugriffe habe ich pro Sekunde, ist mein Server healthy, da kann ich zum Beispiel auch so Sachen testen, wie ist die Datenbankanbindung da und reagiert die auch schnell genug. Da kann man relativ einfache Health-Checks quasi, kann man da damit implementieren. Und es ist ein super Tool, um rauszufinden, ist mein Service überlastet oder nicht. Wenn man die Metriken vorher gesetzt hat, vernünftig konfiguriert hat, kann man halt wirklich schnell rausfinden, auch wieder über ein Dashboard oder ähnliches, läuft der ganze Kram. Liquibase, ein Tool zur Migration von Datenbankdaten, also zum Erzeugen von Tabellen, Feldern, Umbenennen, Constraints, was man so alles braucht. Und halt noch so Logging, was auch immer im Entwicklungsprozess immer ziemlich wichtig ist. SLF4J und Logback. Wie weit runter sieht man das eigentlich von unten? Wie weit siehst du? Da? Alles klar, ist Liquibase. Wir gucken mal. Ich hoffe, vielleicht könnte gleich noch kompliziert werden mit Copa spielen, aber wir kriegen das irgendwie hin. Genau, und dann gibt es natürlich noch 1000 weitere Erweiterungen und Sachen, die da eingebunden sind, die man halt, wenn man sie braucht, irgendwie bei Bedarf nutzen kann. Was sind also die ersten Schritte, die man eigentlich machen muss, um Job Wizard zu installieren? Wir erzeugen einfach ein ganz normales Maven-Projekt, also ein Java-Projekt, was Maven nutzt. Wir fügen quasi die Dependency zu Job Wizard hinzu und konfigurieren das Maven Shade Plugin. Das Maven Shade Plugin sorgt dafür, dass wir nachher, wenn wir das Ganze gebaut haben, nach einem Package ein Fat Jar haben, wo alle Klassen und Dependencies drin sind. Das heißt, dass ich einfach starten kann mit Java-Jar, den Jar-File hinten dran, dann läuft das Ganze. Das heißt, dann ist das viel einfacher zu shippen, weil ich muss am Ende des Tages nur die Jar-File auf den Server legen. Java muss darauf da sein, dann kann ich das laufen lassen. Es kommt noch eine weitere Abhängigkeit dazu, da kommen wir aber gleich noch dazu. Nämlich die Konfigurationsdatei. Das heißt, man kann optional natürlich konfigurieren. Das ist zwar alles out of the box so halbwegs sane definiert, aber du willst halt für gewöhnlich einen Port haben, wo die Anwendung normal drauf läuft, zum Beispiel Port 80 und nicht Port 8080. Und du willst, dein Server heißt wahrscheinlich auch nicht Localhost, sondern hat irgendeine, heißt wahrscheinlich irgendwie anders. Genau, und dann kannst du im Prinzip loslegen. Dann kannst du deinen Code schreiben, der die Logik dahinter sitzt, und dann läuft das Ganze.
Mal ein ganz einfaches Beispiel, ne? Wie fügen wir quasi so eine POM-Dependency hinzu für ein Maven-Projekt? Wenn irgendjemand nicht mitkommt, gerne Fragen stellen zwischendrin. Das ist aber, wie gesagt, Jodava, Maven-Kram sollten die meisten hoffentlich kennen. Ich hoffe das zumindest. Genau, das heißt, ne, wir fügen eigentlich, sagen nur, welche Version von JobWizard nutzen wir und fügen quasi als Dependency einfach den IO-JobWizard-Core hinzu und sagen halt, die Version soll benutzt werden. Das ist im Prinzip schon alles. Dann machen wir ein Maven-Clean-Package zum Beispiel, dann hast du das runtergeladen und dann läuft das. Wir, wie gesagt, nutzen eine etwas andere Version. Wir nutzen nämlich ein Plugin, was JobWizard und Zwecker zusammen benutzt. Also was, wo beide Dependencies automatisch mit reingezogen werden. Das hat den Vorteil, dass es ein bisschen einfacher ist, rauszufinden, welche Version von JobWizard und welche Version von Zwecker zusammenarbeitet. Da die beiden ganz gut entwickelt werden, kann das mal passieren, dass eine Version von JobWizard nicht so gut mit einer Version von Zwecker funktioniert, die gerade da ist. Da kann man so ein bisschen in die Dependency-Hölle irgendwann landen. Und ich habe mir für die Demo-Zwecker habe ich mich entschieden, quasi so ein Kombi-Paket zu nehmen, wo einfach die Versionen richtig passen. Dann brauchen wir uns jetzt hier nicht gleich damit rumzuschlagen, welche Version gerade wie irgendwie wo passt, sondern in ein Paket rein, fertig, sie laufe. Wenn man das selber, wie gesagt, kann man das immer noch machen. Das kann aber manchmal zu komischen Problemen führen, wenn man selber das versucht zu konfigurieren, die richtigen Versionen rauszufinden. Vor allen Dingen, weil bei JobWizard sehr, sehr viele Pakete, wie wir heute gesehen haben, hinten dranhängen, also viel Jersey, Jetty, den ganzen Kram. Da kann es mal zu Konflikten führen. Dann müssen wir noch das Maven Shape Plugin konfigurieren. Das heißt, wir sagen, wir brauchen hier so eine Dependency, wir bauen hier quasi uns so einen Output-File zusammen, der heißt, wird in diesem Fall FrostContestJar heißen, wo einfach alles reingeworfen wird. Ja, dann lass uns das nochmal angucken. Vermutlich seht ihr mich jetzt nicht mehr, aber ihr hört mich hoffentlich noch. So, dann gehen wir mal rein in den Code. IntelliJ sollten die meisten von euch kennen. Wenn es zu klein ist, Bescheid sagen, soll ich größer machen? Ich frage mal nach da hinten oder liest du gar nicht mit? Ah, sehr gut. Warte mal kurz. Das kannst du lesen. Das ist ja super. Dann machen wir doch mal die Präsentation aus. Das ist auch fancy. Wieso hast du jetzt einen zweiten Monitor aufgemacht? Warte kurz. Es kann sich nur um Stunden handeln. Mach doch mal bitte einen. Das ist ja witzig. Wo bist denn du? Ah, das ist ja sehr faszinierend. Wieso ist denn das jetzt so? Warte mal. Guck mal. Ah, ist kein Problem, dann drehe ich mich einfach um zum Coden. Das kriegen wir hin. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen rein. Kann man das lesen? Halbwegs. Das Licht ausmachen wäre besser, ne? Wo kann ich das Licht ausmachen? Da irgendwo rechts. Mal stark an. Wir gehen mal Licht ausmachen. Ja. Bist du sicher? Ich druck mal, sonst geht hier gleich die Technik aus, sonst kriege ich wahrscheinlich gleich Haue. Nee, der hier? Nee, das macht noch mehr Licht an. Warte mal kurz. Jetzt kriege ich gleich Ärger wahrscheinlich. So. Man kann es ein bisschen besser lesen. Ich zoome einfach noch ein bisschen weiter rein, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Das können wir fix ändern, das ist ja kein Problem. Tauchen die bei euch die Preferences? Oder bei mir? Bei mir? Appearance, dann machen wir doch mal einfach ein Default. Ich glaube, das Default ist aber auch ein dunkles, wa? Nee, ach, guck mal. Jetzt kann man das auch lesen, was hier steht. Hoffentlich. Genau, was wir hier schon sehen, wir haben ja so eine, unsere Struktur quasi, ne? Wir haben ein Package. Der Ding ist FrostCon und in diesem Main-Package liegt die Hauptklasse quasi des Programms, das ist die App-Klasse. Die wird quasi ausgeführt, wenn wir das Java starten. Das heißt, hier läuft, also hier wird die Main-Methode aufgerufen, wie das halt so ist, und dann wird halt hier ein Run aufgerufen. Und wenn, dann läuft die Anwendung, wenn ich im Server-Modus starte, und läuft einfach vor sich hin, solange bis ich sie quasi terminiere. Was wir jetzt auch sehen, ich habe schon mal ein Model angelegt, so als damit wir auch irgendwelche Daten durch die Gegend schicken können. Es ist einfach eine Person, die hat eine E-Mail, einen Namen und eine ID. Da wird noch nicht viel von benutzt, die ist einfach nur da. Und das Erste, was wir jetzt also erzeugen müssen, wäre eine Restressource. Das heißt, wir brauchen irgendwas, wo wir irgendwie uns hinspringen können. Genau, jetzt rammen wir einmal den Tisch weg. Das heißt, das Erste, was ich erzeuge, ist tatsächlich eine Person-Resource. Das ist auch nicht so kompliziert. Wenn ich im richtigen Projekt bin, dann klappt das auch. Das heißt, wir machen einfach hier ein neues Package auf. So langweilig ist schon. Wir nennen das Ding Resource, zur Einfachheit halber, und erstellen jetzt hier eine neue Java-Klasse, die nennen wir Person Resource.
auch nicht vertippt. Sehr schön. So, was braucht die Klasse? Die hat eigentlich nicht so viele Bedingungen. Das eine, was wir halt sagen müssen, ist, dass sie einen Pfad hat. Das heißt, das ist die erste Annotation, die wir an die Klasse dran schreiben. Das heißt, JobWizard arbeitet viel mit Annotationen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier Path hin. Kriege ich auch gleich schon vorgeschlagen. Da ist der Jux S, wie wir sehen. Und ich sage halt, der Pfad dahin soll Persons heißen. Also die erste Entscheidung, die ich treffe, ne, die Ressourcen unter Persons zu erreichen. So ein ja, kann ich machen. So, passt so? Alles klar. Genau, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Funktion, irgendwie, die das Ganze irgendwie ausbaut. Das heißt, machen wir Person-Funktion, die eine Person zurückliefert. In unserem Fall einfach mal, also erzeugen wir jedes Mal ein neues Objekt. Das ist jetzt zwar nicht so schön, aber für Demo-Zwecke natürlich vollkommen geeignet. Das heißt, wir erzeugen eine Person, die heißt Max und max@test.com. Und dann fehlt uns noch eine ID, die nehmen wir 1, 2, 3. So. Jetzt machen wir noch das R-Vec bei Return und dann läuft das. So. Return. Ah, das R an der falschen Stelle. Sehr gut. Genau. Das heißt, jetzt haben wir an dieser Stelle einfach eine neue Person erzeugt. Gib Ruhe. Die jedes Mal, wenn ich Get zurückreiche. Jetzt weiß aber JobWizard noch gar nicht, ob die Funktion überhaupt relevant für mich ist. Also weiß JobWizard, ist das immer eine Funktion, die ich aufrufen soll? Also sage ich, das ist eine Get-Ressource. Dann habe ich quasi eine Ressource gebaut, die jetzt die Person zurückliefert. Es gibt noch eine wichtige Besonderheit, die man hier angeben muss, nämlich man muss sagen, was frisst diese Anwendung und was liefert sie zurück. Dafür gibt es Produces und Consumes-Annotationen. Und wir nehmen hier MediaType. Naja. Ach, da war der Chor. Da wollen wir hin. Ja? Ja. Mhm. You can also use an interface if you want to. So you can provide an interface where the produce the consumes annotations are marked, and this will also be inherited into these classes. And the advantage, in my opinion, is that you can just easily create a server and also from the same interface. Yeah. So it's just for demo purposes. I'll do it directly into this class, so that we have a small program just to show that it's a small program. Genau. Das ist es eigentlich schon. Jetzt haben wir eine Ressource definiert und haben gesagt, da gibt es einen Get-Endpunkt, der eine Person zurückliefert. Wenn ich das jetzt versuchen würde zu machen, das war der Tisch, dann würde das so nicht funktionieren, denn eigentlich weiß unser Anwender noch gar nicht, dass es diese Ressource überhaupt gibt. Das heißt, der Server hat noch nicht begriffen, dass da überhaupt Ressourcenklassen da sind. Jetzt ist der Ton wieder da. Warte. Ich nehme das mal aus der Tasche, wenn ich mich hinsetze, wenn ich es nicht kaputt mache. Das heißt, ich muss ihm jetzt noch sagen, dass in unserem Environment der Jersey-Server noch eine Ressource braucht. Also registriere ich die einfach beim Server. Man kann das auch mit einem Juice-Bundle automatisieren. Also man kann einfach sagen, hey, hier gibt es irgendwie ein Package, da liegen alle meine Ressourcen drin und dann macht er eine Auto-Discovery. Das heißt, mit diesem Juice-Auto-Bundler brauche ich dann nicht jede Ressource hier einzeln angeben, weil es können ja auch mal viele werden, sondern dann sage ich einfach, hey, hier das Package heißt Resource, da guckst du einfach nach allen Ressourcen drin und dann findet er das auch alles von alleine. Das war's schon. Das heißt, jetzt können wir versuchen, den Code laufen zu lassen. Jetzt machen wir mal ein Terminal auf. Den da zum Beispiel. Jetzt gucken wir mal, wo der runterkommt. Da kommt er. Der ist auch so gar nicht zu lesen. Haben wir noch ein X-Term oder sowas drauf? Na, bleib mal hier. Wir haben noch so ein normales Terminal. Da kann man doch bestimmt auch den Farbcode umstellen, wo? Guck, kann man das auch lesen? Wenn wir das noch ein bisschen größer machen, könnt ihr das da hinten auch lesen. So. Gehen wir mal ins richtige Repo rein, da sind wir schon ein bisschen zu weit vorne.
So, ne? Hier liegt unsere ganze Java-Anwendung drin. Das Einzige, was wir jetzt im Prinzip machen müssen, ist ein Maven Clean Package, also dass die Jar bauen. Das Clean kann man sich gegebenenfalls auch sparen, aber ich mache es immer gerne mit Clean. Jetzt wird das Ganze lustig gebaut. Fertig. Und zum Starten starten wir einfach java-jar. Sagen an, wie heißt unsere fat-jar und sagen, wir wollen einen Server starten. Das Hintere ist das Kommando, dass das Job-Wizard weiß, hey, ich versuche jetzt einen Server hochzufahren und nicht irgendwelche anderen Kommandos zu machen. Es gibt auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel Datenmigration hier raus per Kommando zu starten. Das wären zum Beispiel db-migrate. Man kann aber auch selber noch Kommandos erzeugen. Also man kann auch sagen, ich habe irgendwie zum Beispiel bestimmte Migrationen, die immer stattfinden müssen oder bestimmte Vorarbeiten, die kann ich dann über ein eigenes Kommando steuern. Was passiert jetzt? Das Ding fährt hoch. Und wir sehen jetzt hier auch schon, der hat jetzt drei Endpunkte erzeugt. Er hat einmal einen Get-Endpunkt erzeugt, Persons, das ist der, den wir definiert haben. Und dann hat er noch so einen Task und einen Task-Garbage-Collector-Post-Endpunkte erzeugt. Mit dem Garbage-Collector kann man zum Beispiel einfach tatsächlich die Garbage-Collector anstoßen per Hand. Wir haben es bisher noch nie gebraucht, weil eigentlich ist Java fit genug, um das selber auf die Reihe zu kriegen. Vielleicht gibt es Gründe, warum man das haben möchte. Aber die Tasks existieren, die kann man benutzen. Wie gesagt, Log-Configuration brauchst du eigentlich auch nicht, wobei du es halt nutzen kannst, um das Log-Label on the fly zu ändern quasi, wenn das laufen. So, jetzt die spannende Frage, kommt denn da auch was zurück? Jetzt habe ich ja gesagt, ich hab ja nichts konfiguriert, das heißt, eigentlich muss ich jetzt einfach gucken, wo ist denn der Server? Und dafür gehen wir jetzt einfach mal in den Local, gucken wir einfach mal, wo das ist. Der ist nämlich unter dem Standardport 8080 verfügbar. 8080. Und die Ressource, das habe ich vorhin definiert, heißt Persons. So, was kommt zurück? Es kommt quasi in JSON zurück. Das ist genau das, was wir definiert haben. Ne? Wir haben eine Person-Klasse erzeugt, die wird zurückgeliefert und das war's. Das heißt, wir haben jetzt quasi gerade eine REST-API geschrieben. Und mehr ist für den Teil tatsächlich nicht zu tun. Wir haben jetzt eine REST-API erzeugt, einen Get-Endpunkt geschaffen und der ist jetzt sofort ansprechbar. Klar lokal, weil nichts. Ich habe nicht gesagt, irgendwie nimm einen Dutzend anderen Port oder erwarte eine Autorisierung oder ähnliches, aber so funktioniert. Dann gehen wir zurück zum Vortrag. Und gucken so ein bisschen, was gibt es denn noch. Genau. Ich habe ja gesagt, die Anwendung kann man konfigurieren. Das heißt, was man sinnvollerweise konfigurieren möchte, ist der Server. Ist logisch. Heißt, man sagt, was sind wir für ein Server? Sind wir HTTP oder HTTPS? Also wollen wir nur HTTPS-Requests lesen oder HTTP? Und unter welche Port ist der ganze Spaß erreichbar? Die zweite Stelle, die wir noch haben, sind die Admin-Connectors. Das heißt, es gibt noch so diese Tasks, die wir gesehen haben, die sind zum Beispiel unter Admin zu erreichen und auch so Sachen wie ein Health-Check oder ähnliches. Dafür gibt es extra eine Admin-Section unter einem anderen Port, damit die User nicht darauf zugreifen können. Es ist so ein bisschen so Security by Obscurity, den Admin-Port zu verstecken, weil am Ende des Tages kannst du den raten. Aber was man hier schon sieht, ist der Weg, wie man zum Beispiel eine Environment-Variable hier einsetzen kann. Das heißt, ich sage hier, wenn die Environment-Variable Admin-Port gesetzt ist, dann nimm die. Und der Doppelpunkt sagt, im Default-Fall, also wenn du es in den Nix findest, dann nimmst du einfach die 1.3.3.8. Das heißt, das ist auch schon die Konfiguration. Hier, das wird injected vom Server, das kann ich irgendwo in den Environment vom Server reinschmeißen. Dann habe ich einen neuen Port, wie ich das haben will. Genau, man kann auch noch so Log-Levels definieren, die kann man auf Package-Ebene sogar auf Klassenebene feingliedrig konfigurieren. Ich kann also sagen, diese Klasse soll mehr und andere weniger rauslaufen und loggen. Und man kann dann natürlich auch selber Values definieren. Wie die übernommen werden in die Anwendung, zeige ich auch gleich noch kurz. Das haben wir gesehen. Ne? Ich habe einen Personen-Endpunkt gebaut, den Pfad habe ich definiert. Das geht natürlich auch mit Post-Put-Delete, ist ja klar. Ich meine, wir wollen eine REST-API bauen, da müssen alle Methoden unterstützt werden. Die URL ist immer, wenn nichts angegeben ist, die von dem Path. Das heißt, nimmt quasi Slash an als Path für die einzelnen Methoden. Ich kann das aber auch zum Beispiel konfigurieren. Das heißt, wenn ich Person/Address haben will, weil ich die Adressen von Personen haben will, dann muss ich halt hier einfach nur eine Add-Path Variable eingeben. Das ist dann insbesondere sinnvoll, wenn ich zum Beispiel das habe wie get, also wenn ich die Adresse von einer Person haben will, weil ich sage slash ID von der Person slash address zum Beispiel. Dann will ich keine neue Ressource für aufmachen, sondern das macht man ja ganz klassisch in der Persons Resource. Wie kommen jetzt aber dann noch weitere Dinge dazu? Jetzt haben wir zwar schöne Basic URLs gebaut, aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mehr sehen. Also wie definiere ich zum Beispiel Variablen, die ich übergeben kann, Query-Parameter von außen? Auch relativ einfach, die werden als Funktionsparameter quasi angegeben. Und die kriegen die Annotation at QueryParam. Und dieses at QueryParam Name heißt, dass das hier, also die beiden müssen matchen. Wie die Variable heißt, das interessiert den Außen überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich die irgendwie anders nenne, weil ich das intern ist, das für mich der Personenname oder XY, ist das egal. Wichtig ist ja, das hier ist quasi genau das. Das heißt, wenn ich jetzt was mit Fragezeichen gleich Adam runterschicke, würde hier Adam rausfallen.
Entities holen, ne? Also ich, das ist das, was ich gerade sagte. Also ich gebe jetzt eine ID von einer Person an und will die haben, nicht nur alle Personen. Funktioniert quasi genauso. Ich muss jetzt hier den Path definieren. Das heißt, ich sage, der Path heißt jetzt ID. Mit den geschweiften Klammern heißt, es ist ein Variablenparameter. Das heißt, der muss nachher noch irgendwo, der wird nachher noch irgendwie gefüllt. Der kann auch beliebig aussehen. In diesem Fall zum Beispiel ein String sein. Und dann habe ich Path-Param und dann ist halt genau die Annotation Path-Param und nicht mehr Query-Param, sondern weil das im Pfad dann steht, nicht als Query hinten dran hängt. Eigentlich alles relativ easy, ne? Ist nicht so kompliziert. Kann man schön verstehen. Wenn man eine gute IDE hat, der zeigt ihm das auch alles irgendwie. Genau. Das war das, was ich gerade eben erklärt habe. Man muss, kann halt immer definieren, was die lesen und erzeugen. Wenn man zum Beispiel, was wir auch schon gebaut haben, sind Excel-Endpunkte. Das heißt, dass jemand, ja, braucht man halt immer wieder mal so einen Excel-Export. Dann gibt man hier zum Beispiel, ich glaube, Mediatype Application Octet Stream an. Das heißt, dann sagt man halt, diese Ressource liefert immer Excel-Dateien zurück. Oder wenn ich eine Image-Ressource habe, die halt Bilder zurückliefern soll, warum auch immer man das durch Java durchziehen wollen würde, dann würde man hier halt auch Mediatype Image oder was auch immer angeben. Also, oder auch zum Beispiel Text zurückliefern oder HTML-Seiten, das geht alles. Ist dann kein Rest-API mehr, aber kann man dann trotzdem so machen. Genau. Ich kann auch sagen, für den einzelnen Pfad, ne, ich will jetzt hier zum Beispiel XML zurückliefern, weil der Kunde unbedingt eine XML-Schnittstelle braucht noch, weil er noch vielleicht noch ein bisschen Soap irgendwo unterwegs hat, dann kann ich halt auch sagen, sogar einzelne Funktionen können dann quasi von diesem Default abweichen. Das ist so ein bisschen diese Interface-Gedanke, ne? Du hast nur, dass es jetzt hier in der Klasse ist, wenn ich das Interface höher schreibe, habe ich da Produces Consumes und kann nicht nur dann auf Klassenebene ändern, sondern eben auch auf Funktionsebene das Ganze nochmal modifizieren. Kommen wir zu ein paar weiteren Features. HTOS kennt ihr? Kopfschütteln. HTOS ist im Prinzip die Definition, dass REST-APIs maschinenlesbar sein sollen und maschinenlesbar surfbar sein sollen. Das heißt, wenn ich eine Ressource zurückkriege, kriege ich weiterführende Links mitgeliefert, Metainformationen. Wo finde ich die nächste Ressource, wo finde ich die vorherige Ressource, wo finde ich aber zum Beispiel auch verknüpfte Ressourcen, unter welchem Endpunkt. Das Ziel ist es quasi, möglichst diese REST-API so automatisiert passbar zu machen, dass ich da einfach ein Tool draufschmeißen kann, das klickt den ersten Punkt an und das weiß dann ganz genau, ich will jetzt die nächsten 10 Ressourcen haben und iteriert einfach weiter, weil es immer die Next-Links kriegt. Und wenn jetzt zum Beispiel Next-Link der ist, weiß ich, bin am Ende angekommen. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Oder aber ich sage, ich brauche die Person und alle Adressen dazu, dann weiß, kriege ich aus der API raus, hey, da gibt es noch einen Link zu Address und das ist dann die andere URL, ohne dass irgendwer das lesen können müsste. Das heißt, kann ich dann automatisiert parsen. Das ist eigentlich der Idealzustand, wie eine REST-API aussehen sollte. Ich glaube, es gibt, also ich kenne keine, die das kann, komplett, so richtig, mit allem. Aber das ist halt, weil das wäre perfekt. Dann bräuchte ich quasi noch ein System dran setzen, das liest alle URLs und kann sich komplett alle Daten rausholen, die es braucht. Was auch wichtig ist, dass wir Validatoren haben. Also ich will nicht einfach irgendwelche alle Werte zulassen, die nach händisch validieren müssen, sondern vielleicht will ich einfach sagen, das muss eine E-Mail-Adresse sein, die du da über mir übergibst und will das eigentlich nicht selber validieren, weil eigentlich gibt es Validatoren für den ganzen Spaß. Hibernate hat reichlich davon. Warum sollte ich das selber implementieren müssen? Oder eben so Defaults, das heißt, ich habe optionale Query-Parameter, wo ich aber einen Standardwert haben will. Gerade bei einer Paginierung total sinnvoll. Ich sage irgendwie den Max-Wert, den habe ich einen Standard von 10 immer eingetragen. Wenn mir keiner was übergibt, dann braucht ihr das nicht anzugeben. Das ist ein optionaler Parameter. Und das Letzte noch natürlich Authentifizierung. Ich will halt nicht, dass alle Ressourcen immer überall erreichbar sind, sondern schon, dass eben auch mal ein paar Sachen versteckt sind. Zum ersten Punkt, die Antwort quasi PIM, also HTOS implementieren. Was brauchen wir? Wir brauchen Metainformationen, wie schon gesagt, Links, sodass sie automatisiert gelesen werden können. Das kann so aussehen, ne? Wir haben hier das Ergebnis in Data drinstehen, die Information, wie groß ist das Ganze, die Antwortgröße und wie viel gibt es eigentlich überhaupt. Das ist auch schon erste Metainformation. Und dann gibt es halt noch eine Links-Section, wo dann drin steht, hey, die nächste Seite ist hier, die aktuelle Seite ist diese und das war jetzt die erste Seite, fängt Previous zum Beispiel 0. Das ist ganz simples HTOS, ne? Also, wie kriegt man das implementiert? Man baut sich Response-Klassen dafür, die dann zurückgeliefert werden, nicht mehr dieses Model selber, wo halt eben noch Metainformationen dran machen, man Metainformationen dran setzen kann. Das heißt, wir haben die Basic Response, die im Prinzip nur Type Message Total zurückliefert und Status und erweitern die durch die Daten, die wir zurückliefern wollen, und eben die Links und sagen halt, das sind Strings. Das ist eine ganz, ganz händische Methode, das zu machen. Es gibt im Prinzip noch eine automatisierte Option, mit der habe ich aber keine Erfahrung tatsächlich, also es nennt sich Jersey Server Linking, die kann das mit Annotations automatisiert irgendwie bauen. Aber wie gesagt, habe ich aber leider keine Erfahrung mit, haben wir so bisher noch nicht implementiert. Das Ganze wird aber dann wieder, so wie wir gerade eben auch schon gesehen, quasi bei Jersey einfach registriert. Bei einer Resource-Config quasi wird einfach so das Linking-Feature aktiviert. Das ist im Prinzip, läuft bei diesen Job-Wizard-Anwendungen viel über beim Run oder beim Hochfahren, es gibt noch so eine Configure-Phase quasi, registrieren von Bundles, die benutzt werden sollen zum Beispiel. Läuft relativ viel darüber.
Wer weiterlesen möchte, kann gerne den Link folgen. Die Slides kommen nachher auch online, das heißt, da könnt ihr auch nochmal drauf gucken. Wie sieht es mit Validatoren aus? Ich habe jetzt hier einen Namen und sage, den möchte ich jetzt gerne validieren. Der darf zum Beispiel nicht leer sein. Ganz einfach, net not empty in der Annotation dran. Kennt jeder, der schon mal mit Hibernate gearbeitet hat. Ne? Kann ich einfach an eine Property dran machen. Hier mache ich das quasi einfach an den Parameter dran. Damit prüft automatisch, wenn der Request kommt, Job Wizard, hey, das ist leer, kriegst du sofort eine Fehlermeldung zurück. Von wegen Unprocessable Entity zum Beispiel oder eben andere sinnvolle Fehlermeldungen. Ne? Die klassische die Validation, die man so kennt von Hibernate, Not 0, Min, Max oder den Size-Parameter, also eine Range. Dann gibt es auch noch so Future und Past für Daten. Man kann Regexes angeben und auch einfach Add Valid. Also wenn man händisch selber Validatoren geschrieben hat, die registriert hat, kann ich auch sagen, dieses Objekt muss Valid sein und dann geht er quasi in das Objekt rein, prüft, welche Validatoren gibt es eigentlich und validiert das Ganze dann. Wie sieht Authentifizierung aus in Job Wizard? Es gibt Authenticators, die man schreiben kann. Das ist jetzt so ein einfaches Beispiel. Der kriegt quasi Credentials und prüft, sind denn die Credentials alle richtig. In diesem Fall würde er prüfen, ist das Passwort secret? Also heißt das Passwort secret? Und wenn dem so ist, dann gib einen User zurück. Ansonsten sagst du, ich habe keinen gefunden. Was in diesem Fall, wenn du sagst, du willst eine Authentication haben, automatisch dazu führt, dass ein 401 kommt. Forbidden, darfst nicht rein. Da bist du authenticated, darfst du nicht rein. Das heißt, man muss einmal so einen Authenticator schreiben. Da gibt es schon sehr viele vorgefertigt von. Also Basic Auth ist klar. Es gibt auch für Auth 2 schon einen Authenticator, wenn man also so einen Token quasi übergibt. Alles drin. Genau, das muss einmal an dieser Stelle quasi auch wieder, wie vorhin schon gesagt, ne, registriert werden in der Main-Klasse als Example Authenticator. Dann sieht man noch einen Realman, der aufpoppt. Wenn man so, man kennt das ja, wenn du so eine Ressource aufmachst, die quasi geschützt ist, kriegst du dann immer aufgepoppt hier. Bitte geben Sie Credentials ein, bei Basic Auth zum Beispiel, damit jetzt halt Super Secret Stuff auftauchen. Und genau, und dann registrierst du das einmal. Und dann ist das Einzige, was tatsächlich zu tun ist, im Code, ist hier so ein Funktionsparameter hinzuzufügen, der die Add-Auth-Annotation hat. Add-Auth heißt, hey, das hier ist die Autorisierungsinformation und heißt auch automatisch, die Ressource ist jetzt geschützt. Das heißt, da kommst du nicht mehr rein ohne Passwort. So. Und das ist alles. Das heißt, ich brauche darunter kein Handling mehr zu machen. Hat der User ein gültiges Passwort angegeben? Gibt es den User? Das schreibe ich alles in die Authenticator rein und dann wird das einfach immer quasi hier durch die Add-Auth reingelesen, geprüft und dann, wenn es, wie gesagt, invalide ist, sofort raus, kommst du sofort raus, dann kommst du gar nicht in den Code rein, der da unten drunter ist, sondern gehst sofort zurück. Das heißt, der Server verarbeitet gar nichts großartig. Und wenn es valide ist, kriegst du halt hier den User nachher noch zurück und kannst weitermachen. Und Add-Auth heißt auch immer, dass es uns zwingend benötigt. Es ist keine optionale Autorisierung, sondern es ist immer zwingend da. Das zu Job Wizard. Erstmal Fragen zu dem Teil. Wir gehen jetzt weiter zu Swagger. Alle erschlagen, alle eingeschlafen. Es ist ein öffentlich verfügbares Paket, Open Source ist nicht von uns, da haben wir quasi nichts mit zu tun, wir benutzen das nur bei uns im Tool. Ne? Also es gibt's, die Webseite kommt auch gleich in jobwizard.io, da kann man sich das alles schön angucken auch. Genau, was macht Swagger? Swagger bietet eine ganz einfache Dokumentation von REST-APIs an. Es ermöglicht, weil es ein JSON ist, was erzeugt ist, automatische SDK-Generierung, also wenn ich JSON lesen kann und daraus quasi Code generieren kann, kann ich das machen. Und es liefert mit Swagger UI zusammen, das ist jetzt der Bonuspart, noch ein schönes User-Interface, wo man klicken und angucken kann und lesen kann, was für einen User mal sehr wichtig ist, für eine Maschine vollkommen egal, aber für uns total spannend ist. Das heißt, von unserer alten Anwendung, wir haben jetzt eine neue mittlerweile gebaut, sieht die Doku so aus. Das ist jetzt quasi, das fällt raus aus unserem Code, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Das heißt, wir bauen unseren Code normal durch, machen da nichts außer die Annotationen dran und dann fällt hier der ganze Spaß raus. Das heißt, da steht hier drin, das ist die APV1, welche Header zum Beispiel möglich sind. Und dann sieht man hier zum Beispiel in diesem Fall Business Capabilities ist die Ressource. Und da gibt es jetzt eine Get, Post, Put, Delete, Get, Put, Post, Post, Put, Delete Funktionen, jeweils mit IDs und ohne. Und im Prinzip eine ganz schöne Dokumentation. Und sowas Einfaches bauen wir jetzt auch gleich noch kurz mal zusammen. Wie funktioniert das Ganze? Die Code Annotations werden von Swagger interpretiert. Da wird eine JSON-Specification, also ein JSON-File nachher rausgeworfen. Und mit diesem JSON-File kann man entweder, wie gesagt, diese UI bauen, das macht Swagger UI, oder halt eine SDK generieren. Da gibt es auch ein Swagger SDK-Tool, was halt SDKs wirklich für fast jede beliebige Programmiersprache generiert. Das heißt, wenn du einen C-Sharp brauchst, obwohl das Programm in Java geschrieben ist, kann ich den C-Sharp SDK machen. Oder halt auch, wir haben C-Sharp, PHP, ja, und halt Java, ne? Klar. Und ich glaube noch ein paar mehr. Ich meine, Python geht auch, ja.
Und das ist halt, wie gesagt, das ist wirklich sehr groß automatisiert, da brauchen wir nicht mehr viel dran zu machen. Du kannst aber, wenn du willst, bei der SDK-Generierung noch selber Klassen hinzufügen, die du haben willst. Also du kannst Templates anlegen, wo du sagst, die will ich unbedingt drin haben, weil ich jetzt irgendeine Sonderfunktion oder Wrapper-Funktion schreiben will, das kannst du dann selber noch dazu tun. Aber der ganze sonstige Code kann automatisch generiert werden. Also da werden Klassen erstellt, die du einfach nutzen kannst, API-Klassen, du kannst das Paket bei dir inkludieren, kannst es einfach benutzen. Inklusive Autorisierung, allem drum und dran. Also das ist eigentlich ziemlich cool gelöst. Dann gucken wir uns das nochmal an. Jetzt gucken wir mal, ob das wieder funktioniert mit unserem Code hier. Jetzt ziehe ich mal, wo ist es? Da. Mein zweites Fenster rein. So. Das ist im Prinzip das Gleiche, was wir da eben schon gesehen haben. Wir haben unser Model Person, die Ressource gibt es hier schon. Die Ressource hat nur jetzt, wie wir sehen, die Funktion, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe. Also wir haben jetzt quasi diese Get-Funktion, die wir ursprünglich gesehen haben. Und dann habe ich halt noch die noch ein paar weitere Funktionen hinzugefügt. Alles, was wir schon gesehen haben. Wir sehen hier, da ist ein Get-Query drin mit einem Path. Das kann ich also suchen. Habe einen Query-Parameter, der übergeben wird, der in diesem Fall Q heißt. Und der wird dann einfach übergeben. Die geben hier nichts Sinnvolles zurück, das ist auch klar. Es ist halt ein kleines Demo-Programm. Aber man sieht halt im Prinzip, wie es funktioniert. Keine Besonderheit dabei. Als Path-Parameter haben wir hier unten nochmal als ID. Das ist quasi alles, was hier zu tun ist. So. Und jetzt kann ich das auch schon mal bauen. Das Programm funktioniert, läuft so, wie es ist. Also es hat hier quasi keine besonderen Bedingungen. Einzige Änderung, die ich vorher gemacht habe, jetzt gibt es in der Config-YAML, das ist die Konfigurationsdatei, die ich gezeigt habe vorhin, habe ich hier mal ein paar Ports schon mal definiert. Das heißt, ich habe Swagger gesagt, guck mal, wir haben die Ressourcen, die liegen hier unter Linux Froscon. Da gibt es Ressourcen-Packages, damit er weiß, wo er suchen muss. Er sucht dann automatisch auch in den Resource-Ordner. Und ich sage ihm halt, hey, das Ding ist jetzt unter Port 1337 zu erreichen und nicht mehr unter Port 8080. Dann gehen wir wieder unsere Anwendung rein, also jetzt Foscon 2 machen. Ich habe jetzt noch nichts außer dem, was ihr gesehen habt, geändert. Ich habe noch keine Annotation ähnlich hinzugefügt. Überziehe ich gerade massiv? Eigentlich nicht, ne? So. Baue das Ganze mal eben kurz. So, ist auch fertig und läuft das gleiche wie gerade eben. Ja, Server, Targets, Froscon. Nee, das müsste Froscon Test heißen, genau. Server und als Besonderheit gebe ich jetzt hier halt die Config-YAML noch hin an. Das heißt, ich sage, hey, da gibt es eine Konfigurationsdatei, die du bitte ausliest, damit das Ganze ankommt. Jetzt startet das Ganze, im Prinzip genauso wie vorher. Wir sehen hier, wir haben jetzt mehr Endpunkte, ne? die ich alle definiert habe: eine Get-Ressource, Post-Put, Get-Delete. Und ich gucke mal, ob das hier auch. Genau, und wir sehen hier, das ist eine Ressource, die habe ich selber gar nicht definiert, nämlich eine Swagger-Ressource aufgetaucht. Das heißt, es gibt eine Ressource, die heißt Swagger, und da kann man mal ein Get drauf machen. Gucken wir uns mal an, was da passiert, wenn wir das machen. Ich mache mal gerade unseren Localhost, in diesem Fall 1337, und machen Swagger auf. So. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir schon mal ein Swagger UI, aber wir kriegen noch eine Fehlermeldung. Das heißt, wir haben am Anfang jetzt, wir haben jetzt erstmal noch einen Fehler, weil wir in Swagger noch gar nicht gesagt haben, wie unsere Ressource eigentlich aussieht. Das heißt, Swagger hat jetzt zwar gesehen, ja, da gibt es eine Ressource, aber so richtig was damit anfangen konnte es jetzt gerade noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar kleine Annotationen hinzufügen, damit wir überhaupt was sehen. Dafür gehen wir jetzt den Code zurück, gehen in unsere Ressource rein. Das ist im Prinzip die einzige Sache, die wir modifizieren müssen und fügen noch ein paar kleine Annotationen hinzu. Das Erste, was wir machen, ist sagen, hey, das Ding ist eine API und die Ressource, die wir haben wollen, warte mal, das Value heißt das Ding, heißt Person. Persons. So. Das ist der einzige Stück Code, den ich geändert habe. Und jetzt kompilieren wir das Ganze neu. Und dann machen wir die Seite nochmal auf. So, einmal kompiliert, einmal laufen lassen. So, ist fertig gebaut. Und jetzt laden wir die Seite nochmal neu. Und schwupps, habe ich eine Dokumentation. Also, da steht keine Information, aber ich habe jetzt quasi ein klickbares Interface. Da sind jetzt quasi die Personenressource dabei. Ich habe einen Get-Endpunkt, Post-Put-Endpunkt und ich kann auch einfach hier mal auf Tryout klicken. Also gibt's, ich mache das gerade mal ein bisschen größer, damit auch noch was hinten, dass die Buttons zu lesen sind. Warte. Wahrscheinlich geht jetzt der Style flöten. Genau, jetzt klicke ich auf Tryout und jetzt kriege ich hier eine Antwort zurück. Also er sagt mir, den Curl-Request hat er abgefeuert an die Adresse und das ist die Antwort, die ich zurückkriege.
Das kann ich jetzt mit den Ressourcen machen, die ich quasi da habe. Das heißt, da ich jetzt hier keine Autorisierung oder irgendwas davor geschaltet habe, könnte ich jetzt einfach probieren. Ich kann hier auch Testwerte gegenwerfen. Das heißt, ich kann auch sagen, also um zum Beispiel für mich auszuprobieren, funktioniert das hier, kann ich hier eine Person übergeben. Dann sage ich hier so. Sage jetzt hier irgendwie mal Fu und Bein. Wie würdest du so machen, ne? Gucken, ob ich da eine Validierung draufgesetzt habe. Und probieren das aus. Und er sagt so, ja, ist alles gut. Und die Antwort kommt zurück. Sieht, also ich habe keine Validierung auf E-Mails gemacht, sonst hätte ich jetzt direkt eine Exception gekriegt. Hätte ich gesagt, hey Junge, das muss eine E-Mail sein. Und so kann ich halt meine API einfach ausprobieren. Ich habe noch nichts gemacht, ich habe nur eine Annotation hinzugefügt. Jetzt sieht man aber auch natürlich, das ist, wenn jemand versucht zu verstehen, was da passiert, ist das nicht so geil. Weil jetzt gibt es halt hier so Parameter, mit denen irgendwie, weiß ich nichts anzufangen. Ich weiß nicht, was die Operationen tun. Also was kommt da eigentlich zurück oder was erwartet der Nutzer? Das heißt, man kann das jetzt noch anreichern mit Daten. Und dafür benutzt man einfach weiter diese API-Annotationen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere GetPerson anreichern wollen durch Informationen, dann kommt die API-Operation dabei. Und hier kann ich einfach noch definieren, zum Beispiel den Text, der dann nachher steht. Zum Beispiel GetAsSinglePerson. So. Und dann werde ich ihm auch noch, kann ich ihm noch Notes angeben, die dann quasi auch noch angezeigt werden. Das heißt, hier kann ich dann immer noch weiter Dokumentation dazu schreiben. Hopp, hopp. So, zum Beispiel. Ich mache jetzt gerade mal direkt noch ein bisschen weiter, damit wir nicht nur eine Änderung sehen. Bei den Parametern kann ich auch Dinge hinzufügen. Das ist dann AddAPI-Param. Also hier. Ja, und folgt dem gleichen Muster. Das ist aber jetzt der Punkt, wo man schon den ersten, ich sag mal, Kritikpunkt sehen könnte. Ich mache mal gerade noch ein Add davor, damit das vielleicht auch funktioniert. Nämlich, jetzt habe ich natürlich die Dokumentation hier im Code. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das hier ist ein Required-Parameter. Und das soll eigentlich die Person sein, die wir finden wollen. Und wenn ich jetzt Value schreibe, wenn ich Value, das passiert, wenn man blind tippt hier. So, gucken wir noch irgendwas Interessantes daran zufügen sollte, eigentlich nicht. Doch, genau, wir können noch hinten noch, das ist aber alles gut. Ne, dann passt das, genau. Und dann bauen wir das Ganze einmal wieder kurz neu und dann haben wir unsere lustige Dokumentation daran. Also einmal ein neues Package bauen, das Bauen ist ja nötig, weil er das nicht on the fly ändern kann. Klar, weil er das aus dem Code ausliest, ist ja klar. Ich meine, das wird aus dem Jar ausgelesen, muss also mit eingebaut werden. Dann fahren wir wieder hoch, gehen wir mal dahin und sehen jetzt zum Beispiel, dass jetzt, wenn alles gut gelaufen ist, guck mal, genau, da sehen wir zum Beispiel hier, dass jetzt mehr Informationen gekommen sind. Das heißt, es steht hier oben zum Beispiel daran hier, das gibt mir eine Single Person zurück und da sind unsere Notes, die wir angegeben haben und beim Search steht jetzt am Suchparameter auch dann, was hier eigentlich zu suchen ist. Also wenn ich zum Beispiel, und es steht vor allem auch dran hier, da musst du angeben, kannst du nicht einfach so weglassen, steht ein Required drin. So kann man halt einfach durch weitere Annotationen das Ganze noch anreichern, einfach noch mehr umfangreiche Dokumentation schaffen. Wobei im Prinzip ja die Ursprungsversion, wo ich mit einfach AddAPI, wo heißt die Ressource, würde eine Maschine vollkommen ausreichen. Damit sehe ich quasi einen Code, kann den Punkt und kann dann entsprechend mich weiter durch die Gegend bewegen. So. Dann gehen wir weiter im Text. So. Das heißt, also die Basic Annotations haben wir gesehen, AddAPI, wie heißt meine Ressource? Ich kann sagen, die Responses definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, das liefert 403 zurück, wenn du irgendwie nicht die richtigen Credentials hast oder ein 404, wenn es nicht gefunden werden kann, was du gesucht hast, was auch nützliche Informationen quasi für den Nutzer ist. Kann auch mehr als eine nicht definieren, klar. Die Operationen, Value und Notes haben wir gesehen. Ich kann auch sagen, was für eine Klasse kommt eigentlich zurück. Das kann ich auch explizit sagen. Also wenn ich eine bestimmte Response-Klasse habe, mir das vernünftig zurückliefert und wie der Container heißt. Das haben wir auch gesehen, API-Param. Und man kann ja auch noch die Default-Value, die wird quasi auch interpretiert, wenn ich die angebe von Swagger, damit er mir das auch einträgt und zeigt. Noch ein paar schöne Sachen. Default-Value required haben wir gesehen. Allowable Values, wenn ich zum Beispiel Inline-Feld oder ähnliches habe oder sage, ich habe Strings, die müssen ein bestimmtes Format haben, damit die funktionieren und ich will kein Validator dafür schreiben, was trotzdem sinnvoll ist, kann ich auch noch sagen, hier Allowable Values, ein Beispielstring angeben und ich kann auch noch sagen, ist das versteckt oder nicht in der API. Es gibt Parameter, die will man vielleicht nicht nach außen rausgeben, weil es Debug-Parameter oder ähnliches sind. Die sind dann zwar immer noch erreichbar, aber die tauchen in der API dann nicht auf. Also wenn ich das in einem User sowas rausgeben möchte zum Beispiel.
So, die Models kann man auch noch annotieren, da kann man auch noch dran schreiben, was sie alles so können, genauso wie die Properties und noch Contact und Licenses kann man angeben. So, die erweiterten Features kann man sich hier mal angucken. Also wir haben so ein Swagger Demo Code Gen Projekt, wo man sich das angucken kann, wie das funktioniert, dass wir aus dem Swagger Code automatisch SDKs bauen. Und die Konfiguration dafür ist unter dem Link verfügbar. Den konnte ich vorher nicht testen, weil ich kein Internet mehr hatte. Und das war es auch von mir schon. Die Dreiviertelstunde ist um. Ihr seid noch alle wach, halbwegs, hoffentlich. Gibt es Fragen? Jetzt noch. Ja. Was ist da bei beim Druckwizard, das mit dieser Aufgabe, gibt es da auch noch irgendwas mit Roles oder ACL? Roles und ACL musst du selber implementieren. Das macht Druckwizard so nicht. Du könntest es vielleicht in den Authenticator mit einbauen. Wenn die Authenticator, ist natürlich riesig groß. Aber ACL ist eh relativ kompliziert, deswegen wirst du eher eine Klasse dafür schreiben. Wir haben, wo wir bei uns ACL implementiert haben, das selber gemacht. Wir haben dann Shiro genutzt quasi als Aufsatz da drauf und nutzen das aber, glaube ich, auch im Authenticator. Also in diesem, dass er im Authenticator auch direkt das Shiro quasi aufruft und testet, hey, was darf der User eigentlich? Zumindest gucken, ob der überhaupt rein darf. Okay. Wie ist das Ganze mit Skalierbarkeit? Ich meine, das Ding ist jetzt relativ einfach zu kodieren. Ich habe auf fix und fertig die REST-Schnittstelle. Das ist richtig, aber die Komplexität kommt ja aus der Business-Logik, die du dahinter schreibst. Deswegen, also das kostet im Prinzip keine großartige Zeit und auch keine Ressourcen, diese API zu dokumentieren, zu erstellen, der was nachher Zeit kommt, wo du Skalierpower für brauchst, ist der Code, den du schreibst. Ja, aber kannst du die Frage noch konkreter formulieren, die Skalierung? Also. Nee, aber das kann man ja im Prinzip so, das ist auch produktiv nehmen. Natürlich. Nee, das kannst du so produktiv nehmen. In unserem Setup läuft das so, dass wir diese Jar-Files nehmen, die werden in den Docker-Container reinkopiert quasi. Im Run-Script steht genau diese Zeile Code drin, die ihr habt, davor noch ein bisschen Vorverarbeitung und dann wird der Container einfach hochgefahren. So, dann hat sich die Sache. Und über die Environment-Variablen, die der Container kriegt, hast du alles konfiguriert, was du brauchst. Und that's it. Das ist also mega simpel. Es gibt auch noch eine Alternative zu Dropwizard, das ist Spring Boot. Ich habe noch keinen seriösen Vergleich zwischen beiden gesehen, wo gesagt wurde, das eine ist besser als das andere. Spring Boot heißt das Projekt. Ich glaube, es ist einfach mal wir haben damals mit Dropwizard angefangen, deswegen ist das für uns das Tool der Wahl. Spring Boot oder Spring ist genauso gut. Also würde ich jetzt so aus meinem Standpunkt sagen, für jemanden, der keine Ahnung, keine richtige Ahnung von Spring Boot hat. Ich glaube, ich würde schätzen, ja, weil Swagger im Prinzip unabhängig von der Technologie ist, die da drunter ist, sondern Swagger ist nur darauf angewiesen, dass es quasi, dass du diese Swagger-Klassen einbindest und ich meine, die gibt es auch nicht nur für Java. Also die kannst du auch und auch für Spring wahrscheinlich benutzen. Weil Swagger lebt ja eigentlich von den Annotationen, die du dran denkst, von diesen Swagger-API-Annotationen. Die kommen ja aus dem Swagger-Paket selber raus. Wird durch die Annotation irgendwie noch was zwischengespeichert oder jedes Mal on the fly? Das wird, je nachdem wie es eingestellt ist, wird das entweder beim Package-Generieren quasi erzeugt oder es geht on the fly. Package-Generieren ist eigentlich so das, wo wir das eher machen, weil im Endeffekt ändert sich der Code danach nicht mehr. Du kannst dann natürlich, wenn du jetzt im Live-Coding bist, gerade im Debug-Modus und du änderst die Annotation, ändert sich das dann auch nicht, aber das ist, glaube ich, für den Fall auch nicht nötig. Also bei uns ist es, glaube ich, aktuell auch so, dass es beim Package-Prozess quasi, also beim Package wird das Ganze mitgebaut, erzeugt und die JSON einfach hingelegt. Damit dann wird die statisch gesurft und dann kannst du sie auch unter anderen URLs oder nicht erreichbar machen. Das ist auch übrigens kein Problem. Nee, die URL muss nicht immer Swagger heißen, die kann auch Docs oder API-Docs oder wie auch immer heißen, das kann man dann beliebig konfigurieren, wie man das möchte. Verstanden, du hast auch keinen direkten Vergleich zwischen Spring Boot und. Ich habe kein Hands-on, ich habe Spring Boot noch nicht benutzt, deswegen, aber ich habe mich mal ein bisschen, wo ich mir das angefangen habe, den Vortrag vorzubereiten, mal ein bisschen schlau gelesen und am Ende des Tages ist halt die Frage, was fängst du an und wie groß soll das werden, was du baust? Also, was ich so gelesen habe, ist halt, dass du mit Dropwizard relativ kleine Services ganz gut bauen kannst und mit Spring Boot baust du größere Dinge. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich aber sagen, wir können auch mit Dropwizard sehr große, gute Dinge bauen. Also, wir bauen auch Services, die nicht klein sind zwingend, das müssen nicht Microservices sein, sondern auch, sind einfach manchmal REST-Services und wir haben noch nie irgendwie Performance-Probleme gesehen damit, die aus Dropwizard heraus rühren, weil am Ende des Tages, die Technologien, die dahinter sind, alle schwer erprobt. Ne? Ich meine, Jersey und Jetty, alles nichts Neues. So, ja, also deswegen, ich weiß nur, dass Spring Boot einfacher aufzusetzen ist, tatsächlich, wenn du noch Sachen hinzuhaben willst, weil du ja mittlerweile ein Konfigurationsinterface hast. Das habe ich bei einem Talk mal gesehen, wo du einfach klicken brauchst und dann haut er dir noch automatischer die Dependencies rein. Das ist vielleicht der einzige Vorteil, den man noch hat, wenn man wirklich speziellere Wünsche noch hat. Okay.
Dann, wie gesagt, vielen Dank. Wir hiring, ich muss immer noch dazu sagen. Genau. Quellen kommt alles und die Slides kommen sowohl bei der Foscon hoch als auch unter Slideshare von unserem Linux-Account, dass ihr da auch nochmal draufschauen könnt. Ja, dann schönen Tag noch.